In unserer heutigen Vorlesung werden wir mit der Rotation beginnen und Sie werden die wichtigen Größen der Rotation, Drehimpuls, Drehmoment und Trägheitsmoment kennenlernen. Und dabei sollen Sie vor allen Dingen den Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Trägheitsmoment, aber auch den Zusammenhang zwischen Drehimpuls und Drehmoment kennenlernen. Und später werden wir dann auch vertiefen, wie man diese Zusammenhänge anwendet. Dazu ist es insbesondere wichtig, dass Sie Drehmomente erkennen und den Drehhebelarm eines Drehmomentes bestimmen können und wissen, was das ist. Alles, was wir bisher betrachtet haben an Bewegungen, sind sogenannte Translationsbewegungen. Dabei verschiebt sich ein Körper nur. Diese Verschiebung kann auf einer geraden oder gekrümmten Bahn erfolgen, aber entscheidend dabei ist, dass wir keinerlei Rotation des Körpers, zum Beispiel um eine Achse durch seinen Schwerpunkt dabei berücksichtigt haben. Wir haben also die Orientierung des Körpers im Raum immer als gleich angenommen. Und jetzt wollen wir dazu übergehen, was passiert, wenn so ein Körper eben auch seine Orientierung im Raum verändern kann. Und das genau ist die Rotation im Gegensatz zu der Translation, die wie gesagt ja einfach nur eine Verschiebung beinhaltet. Die Physik der Rotation und alles, was mit dem Drehimpuls zu tun hat, ist unglaublich faszinierend. Schnell rotierende Körper mit einem großen Drehimpuls begegnen uns normalerweise im Alltag überhaupt nicht. Und wenn wir sie mal in die Finger bekommen und damit zu tun haben, dann stellen wir fest, dass die sich vollkommen ungewohnt verhalten und man oft das Verhalten überhaupt gar nicht verstehen kann. Wenn wir das Verhalten verstehen wollen, dann müssen wir uns tatsächlich genauer mit dieser Physik auseinandersetzen und müssen vor allen Dingen insbesondere den vektoriellen Charakter von Drehimpuls und Drehmoment verstehen und die Richtungszusammenhänge. Sonst können wir diese ganzen vielen faszinierenden Phänomene nicht nachvollziehen. Ich werde Ihnen zuallererst mal ein ganz wunderhübsches Experiment zeigen, um Sie ein bisschen zu motivieren, sich tatsächlich für Rotation, Drehimpuls und Drehmoment zu interessieren. Der Kubli ist ein faszinierender kleiner Würfel, der Dinge kann, die man einem solchen Würfel gar nicht zutraut. Der kann sich nämlich von selber auf eine Spitze stellen und laufen. Der Name Kubli ist eine Kombination aus dem englischen Wort Cube und der schweizerischen Endung Gli. Er wurde nämlich entwickelt an der ETH Zürich. Ich habe Ihnen das vollständige Video zum Kubli auf die Lessons-Seite gestellt. Schauen Sie sich das einmal an und lassen Sie sich faszinieren. Aber wie funktioniert der eigentlich? Wenn wir in der Lage sein wollen, so faszinierende Dinge wie diesen Kubli zu verstehen und nachzuvollziehen, dann müssen wir uns also etwas genauer mit den Größen der Rotation beschäftigen. Wir fangen erstmal mit den Dingen an, die wir schon kennen. Hier ist eine gleichförmige Kreisbewegung dargestellt, sozusagen unsere Pizza Margherita, die einfachste Variante einer Kreisbewegung. Und hier bewegt sich also ein Massenpunkt, symbolisiert durch diese kleine blaue Kugel auf einer Kreisbahn. Und sozusagen durch das Zentrum der Kreisbahn ist jetzt hier eine Achse gespießt. Das soll die Drehachse sein. Und die entsprechenden Größen, die hierbei eine Rolle spielen, sind einmal der Radius der Kreisbahn, dann die Bahngeschwindigkeit, die die Kugel hier auf der Kreisbahn hat, dargestellt durch den blauen Vektor V. Und die Winkelgeschwindigkeit. Der Zusammenhang zwischen der Bahngeschwindigkeit, die man jetzt auch Tangentialgeschwindigkeit nennen kann, weil sie ja immer tangential zur Bahn gerichtet ist, ist V gleich Omega mal R. R ist der Radius der Kreisbahn und Omega ist die Winkelgeschwindigkeit. Die Winkelgeschwindigkeit Omega gibt an, welcher Winkel pro Zeit überstrichen wird. Und wir können diesen Winkel pro Zeit und damit die Winkelgeschwindigkeit ja aus der da Zeitdauer für einen kompletten Kreisumlauf t bestimmen, also die Periodendauer dieser Kreisbewegung. Und ein voller Winkel, einmal die Kreisbahn ganz rum, ist ja 2 Pi. Und deswegen ist die Winkelgeschwindigkeit Omega gleich 2 Pi durch t. So. Und wir bekommen über diesen Zusammenhang hier oben heraus, dass wir die Winkelgeschwindigkeit Omega natürlich auch als V durch R ausrechnen können. Das kriegt man auch sofort heraus, wenn man Omega mal R rechnet. Also hier 2 Pi durch T ist ja nichts anderes als 2 Pi R durch T. 2 Pi R ist die Länge hier, der Umfang der Kreisbahn und T ist dann die Zeitdauer, die zum Zurücklegen dieser Länge benötigt wird. So.
Also dies hier soweit bekannte Beziehung. Das, was uns noch fehlt, ist die Radialbeschleunigung. Sie haben ja schon gelernt, dass auf jeder Kreisbewegung eine Kraft wirken muss, die nach innen gerichtet ist, ja, um die Bahn zur Kreisbahn zu krümmen. Und die durch diese Kraft verursachte Beschleunigung, das ist die Radialbeschleunigung. Und die bekommen wir entweder über Omega Quadrat mal R oder V Quadrat durch R. Diese beiden Zusammenhänge lassen sich einfach über V gleich Omega mal R ineinander umrechnen. So, nun kann es natürlich auch passieren, dass unsere Kugel hier auf dieser Kreisbahn mal schneller oder langsamer wird. Wenn sie also hier schneller oder langsamer werden soll, dann muss ja zusätzlich zu der Radialbeschleunigung, die ja das Tempo nicht ändert, sondern nur die Bahn krümmt, eben auch eine Beschleunigung parallel zur Bewegungsrichtung, das heißt parallel zu V gerichtet sein. Und diese nennt man Tangentialbeschleunigung. Und außerdem ändert sich dann natürlich V als Funktion der Zeit und entsprechend auch Omega als Funktion der Zeit. Das gucken wir uns also jetzt als nächstes an. Das ist sozusagen das Äquivalenz zur gleichförmig beschleunigten Bewegung auf einer geraden Bahn, nun aber auf einer Kreisbahn. Also Sie sehen, hier nimmt die Bahngeschwindigkeit zu und auch die Winkelgeschwindigkeit nimmt zu. So, deswegen wird unser V ein V von t und unser Omega ein Omega von t. Das, was aber konstant bleibt, ist der Radius der Kreisbahn. So, und nach wie vor ist ja die Winkelgeschwindigkeit die Zeitableitung des Winkels. Also wir bekommen Omega von t ist gleich Phi Punkt. Und das ergibt uns den ersten Zusammenhang hier. Und für die Winkelgeschwindigkeit können wir genau wie hier oben natürlich schreiben, Omega von t ist V von t durch R gleich Phi Punkt. Die Radialbeschleunigung ändert sich überhaupt nicht, nur dass die jetzt natürlich auch zeitabhängig wird. Und die Tangentialbeschleunigung, die ergibt sich jetzt natürlich aus der zeitlichen Änderung der Bahngeschwindigkeit oder ist die zeitliche Änderung der Bahngeschwindigkeit oder eben über diesen Ausdruck hier oben die Zeit. Zeitliche Änderung der Winkelgeschwindigkeit mal R. Und diese zeitliche Änderung der Winkelgeschwindigkeit, die nennen wir Winkelbeschleunigung Alpha. Und für die Winkelbeschleunigung Alpha ergibt sich jetzt wieder aus diesem Zusammenhang hier, dass sie nichts anderes ist als die Tangentialbeschleunigung dividiert durch R oder eben Omega Punkt und nichts anderes als Phi Punkt Punkt. So, wir sehen also hier schon, dass sich im Prinzip der Winkel bei der Kreisbewegung genauso benimmt wie der Ort bei einer geradlinigen Bewegung. Ja? Also, und dass sich Omega und Phi zueinander genauso verhalten wie V und x bei einer geradlinigen Bewegung. Ja? V ist gleich x-Punkt und so ist Omega gleich Phi-Punkt. Und A ist gleich x Punkt Punkt und so ist Alpha gleich Phi Punkt Punkt. Als nächstes wollen wir die erste richtig neue Größe kennenlernen, nämlich das sogenannte Trägheitsmoment. Wozu benötigt man eine solche Größe? Wenn wir von einem ganz normalen Massenpunkt, wie wir sie bisher meistens nur betrachtet haben, hin zu ausgedehnten Körpern kommen wollen, die wir als starr annehmen, so das heißt, ihre Form ändert sich nicht, dann brauchen wir diese Größe Trägheitsmoment. Das ist das eine. Und wozu brauchen wir diese Größe Trägheitsmoment? Wir haben eben schon gesehen, dass wir zum Beispiel Analogien finden können, nämlich die Analogie, dass sich der Winkel bei der Rotation so verhält wie der Ort bei der Translation und dass sich die Winkelgeschwindigkeit bei der Rotation so verhält wie die Geschwindigkeit bei der Translation. Und wir werden sehen, dass sich das Trägheitsmoment bei der Rotation genauso verhält wie die Masse bei der Translation. Und wir werden solche Analogien weiter stricken und am Ende werden Sie sehen, dass man jede Beziehung der Translation in eine identisch lautende Beziehung für die Rotation umwandeln kann, wenn man die passenden Größen miteinander ersetzt. Ich sage Ihnen jetzt schon, welche das sind. Also, wir werden die Masse durch das Trägheitsmoment ersetzen, wir werden die Kraft durch das Drehmoment ersetzen und wir werden den Impuls durch den Drehimpuls ersetzen. Und dann können wir alle Beziehungen, die wir für die Translation schon gelernt haben und alle Zusammenhänge, die wir für die Translation schon gelernt haben, auch für die Rotation unverändert übernehmen. Das ist der Hintergrund. Und deswegen führt man also diese Größe ein, weil die sich nämlich bei der Rotation ganz genauso benimmt wie die Masse bei der Translation.
So, und jetzt schauen wir uns an, wo diese Definition herkommt. Wir betrachten uns hier also eine Masse, die auf einer Kreisbahn umläuft. Und nun ist es entscheidend, dass wir halt uns die Drehachse überlegen. Also, um welche Achse läuft diese Masse hier herum? Und die Drehachse ist ja, wenn die Masse hier auf einer ebenen Kreisbahn läuft, die Achse, die sich senkrecht durch den Mittelpunkt unserer Kreisbahn bohrt. Und für alles Weitere ist nur der senkrechte Abstand hier unserer Masse von der Drehachse relevant. Also hier geht es jetzt nicht mehr darum, dass wir einen Ortsvektor haben, der immer im Koordinatenursprung beginnt. Stellen wir uns vor, unser Koordinatenursprung liegt hier unten, dann wäre also R jetzt nicht der Ortsvektor vom Ursprung zur Masse, sondern entscheidend ist, dass wir immer nur den senkrechten Abstand zur Drehachse hier betrachten dürfen. So, nachdem das nun geklärt ist, wir haben unsere Drehachse hier A genannt, bestimmen wir also jetzt das Trägheitsmoment bezogen auf diese Drehachse A. So, und dazu gucken wir uns einfach die kinetische Energie an, die unser Massenpunkt beim Umlauf um diese Drehachse hat. Und die ist ja erstmal 1/2 mv Quadrat. V ist hier seine Bahngeschwindigkeit. Und jetzt können wir natürlich das V über die Winkelgeschwindigkeit und den senkrechten Abstand hier ausdrücken. V ist ja Omega mal R senkrecht. Und dementsprechend ist V Quadrat Omega mal R senkrecht zum Quadrat. So, nun dürfen wir natürlich das umtauschen, also Omega und Omega Quadrat und R senkrecht Quadrat sind hier vertauscht und das Produkt MR senkrecht Quadrat, das nennt man jetzt das Trägheitsmoment und das bezieht sich eben immer auf eine ganz spezielle Drehachse, hier also unsere Drehachse A, weil natürlich auch R senkrecht genau davon abhängt, wo wir jetzt unsere Drehachse A hier hingelegt haben. Also das Trägheitsmoment eines einzelnen Massenpunktes, der im Abstand R senkrecht um eine Drehachse herumläuft, ist MR senkrecht Quadrat. So, und wenn wir das jetzt nochmal vergleichen, also mit unserem Trägheitsmoment hier, sieht nämlich der Ausdruck für die kinetische Energie bei der Rotationsbewegung ganz genauso aus wie der Ausdruck für die kinetische Energie bei der Translationsbewegung. Wir müssen eben nur V durch Omega ersetzen und M durch das Trägheitsmoment. So. Und so wird es immer weitergehen. Also diese Ersetzungen, die sind ganz wichtig, dass Sie die im Kopf behalten. So, aber bisher haben wir natürlich erstmal nur eine Masse, die hier auf einer Kreisbahn umläuft. Also noch ist nicht wirklich die Rotation zum Beispiel einer Kugel oder eines Zylinders oder Ähnlichem hier erkennbar. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wie man von dieser Kreisbewegung eines Massenpunktes zur Rotation eines starren Körpers kommt. So. Und dazu gucken wir uns den nächsten Schritt an. Wir stellen uns jetzt nämlich einfach mal vor, hier haben wir zwei Massenpunkte, die umlaufen. Also es könnte eben zum Beispiel auch eine Hantel sein, die durch eine massenlosen Stange hier verbunden ist. So, wie bekommen wir jetzt das Trägheitsmoment für diese beiden Massen heraus? Das ist sehr einfach, denn die Trägheitsmomente, die addieren sich hier einfach. Ja, das lässt sich auch ganz simpel herleiten, weil sich natürlich auch die kinetischen Energien addieren. Ne? Wenn wir eine Masse hier haben und noch eine Masse da, dann haben wir natürlich die doppelte kinetische Energie. Hier würde alles mal 2 kommen und dann sehen wir auch, dass hier also dann das IA sich verdoppeln würde. So. Also, das ist ein wichtiger Erkenntnis. Trägheitsmomente addieren sich einfach. Ja, die sind additiv. So, und jetzt können wir natürlich, wenn das mit zwei Massen klappt, klappt das mit beliebig vielen Massen und auch mit beliebigen Massen an unterschiedlichen Orten. Also jetzt haben wir zwei Massen und die sind in einem unterschiedlichen Abstand, aber wir können die Trägheitsmomente für jede Masse einzeln ausrechnen und einfach addieren. So, und jetzt nehmen wir mal eine ganze Reihe verschiedener Massen und auch hier sind die Trägheits, ist das Gesamtträgheitsmoment dann einfach die Summe der Trägheitsmomente jeder einzelnen Masse hier. So, nun wollen wir natürlich zu ausgedehnten Körpern übergehen, die nicht nur aus einzelnen Massen bestehen und aus einzelnen Kügelchen. Wir könnten uns zum Beispiel vorstellen, hier aus dieser Reihe von Kugeln wird zum Beispiel nun eine zylindrische Stange. So, also dies soll die zylindrische Stange sein. So, jetzt könnten wir uns vorstellen, diese zylindrische Stange ist also jetzt in lauter kleine Salamischeibchen zerschnitten, ja, und hier ist so ein kleines Salamischeibchen dargestellt. Und dieses Salamischeibchen, das trägt nun die Masse dm, also ein kleines Massenhäppchen, und hat gerade hier diesen Abstand
RI senkrecht von unserer Drehachse. Und damit bekommen wir jetzt natürlich auch den Zusammenhang zwischen einzelnen Massen, die hier auf einer Kreisbahn umlaufen, und einem ausgedehnten Körper, der um eine bestimmte Achse rotiert. Denn jedes Salamischeibchen hier läuft im Prinzip ja auf einer Kreisbahn herum, aber die gesamte Stange, die rotiert hier. Und wenn wir jetzt von so einer diskreten Summe zu einer kontinuierlichen Verteilung übergehen, dann bedeutet das ja immer, dass wir zu einer Integration übergehen müssen. Also das würde dann jetzt hier für unsere Stange statt der einzelnen Kugeln zu dem Integral über die gesamte Masse unseres Stabes RI senkrecht Quadrat dm werden. So, jetzt ist die große Frage, wie kann man denn eine Integration über eine Masse durchführen? Sie haben das bisher noch nicht gelernt und über so eine Masse kann man auch nicht so ohne weiteres integrieren, aber man kann ohne weiteres über ein Volumen integrieren. So, und da müssen wir jetzt einfach nur berücksichtigen, dass natürlich diese Masse dmi, die wir hier also ausgeschnitten haben, unser Salamischeibchen, dass das natürlich auch ein bestimmtes Volumen einnimmt und die Dichte, das heißt Masse pro Volumen, die wir hier da drin haben, das sei jetzt also Rho, das ist also jetzt die Massendichte und dann können wir natürlich unsere Masse, die in diesem Volumen drin ist, dm über Rho mal dv ausrechnen. So, das heißt, man kann also hier die Integration über die Masse durch die Integration über ein Volumen ersetzen, also dm ist gleich Rho dv. Und genau das macht man. Das heißt, im Endeffekt kann man also das Trägheitsmoment dann über so ein Volumenintegral ausrechnen, wenn man die Form seines Körpers kennt und darin die Dichteverteilung, also wie sich die Masse da drin verteilt. So, und damit kann man die Trägheitsmomente beliebiger Körper für beliebige Drehachsen ausrechnen. Die größte Schwierigkeit, die dabei auftritt, dass die Integrale etwas unangenehm werden können. So, wir gucken uns mal das Ergebnis dieser Integration für verschiedene Körper an. Hier haben wir also die Trägheitsmomente verschiedener Körper dargestellt. Also erst einmal die Punktmasse mr², dann den Stab, den wir eben betrachtet haben. Also wenn man wirklich über diesen Stab der Länge L integrieren würde, das heißt langer, dünner Stab, der Radius des Stabes geht hier also gar nicht ein. Dann bekommen wir zum Beispiel ein Zwölftel mL². Das M ist in all diesen Ausdrücken immer die Gesamtmasse des jeweiligen Körpers. Wenn man den Stab aber zum Beispiel nicht durch eine Achse genau durch seine Mitte rotieren lässt, sondern zum Beispiel durch eine Achse, die genau an seinem Ende festgedockt ist, dann bekommt man ein anderes Trägheitsmoment, nämlich ein Drittel mL². Oder wenn man so einen Kreisring hier rotieren lässt, also der läuft so rotiert so um eine Achse, die hier genau auf der Zeichenebene steht, dann bekommen wir eben auch wieder mr², genau wie hier jetzt zum Beispiel bei einem einzelnen Massenpunkt. Dann kann man einen Zylinder um seine Längsachse rotieren lassen, eine Kugel durch eine Achse um den Mittelpunkt und so weiter. Also hier wäre nochmal eine rechteckige Platte, die ganz dünn sein soll, sodass also die Dicke der Platte keine Rolle spielt. Und hier hätten wir zum Beispiel eine quadratische Platte, die um eine Achse, die durch eine Kante geht. So, das kann man natürlich für beliebige andere Körper auch ausrechnen, aber man kann auch dann die Trägheitsmomente einfach in Tabellen nachschlagen. Wenn man diese Trägheitsmomente hier jetzt kennt für solche Achsen, die zum Beispiel durch den Schwerpunkt gehen, dann gibt es zwei wichtige Sätze für Trägheitsmomente, die einem helfen, andere Trägheitsmomente zu bekommen. Der wichtigste Satz ist wohl der Steinersche Satz für parallele Achsen. Der funktioniert immer dann, wenn wir das Trägheitsmoment bezüglich irgendeiner Achse durch den Schwerpunkt kennen und das Trägheitsmoment zu einer genau parallel dazu verschobenen Achse benötigen. Die neue Achse soll also jetzt hier um diesen Vektor a parallel zu unserer blauen Achse durch den Schwerpunkt verschoben sein. Parallel verschoben heißt, die neue Achse muss genau parallel zu der ursprünglichen Achse liegen und sie darf eben nur einen bestimmten Abstand zu ihr haben. So, dann bekommen wir das Trägheitsmoment, das neue Trägheitsmoment für die Rotation um diese Achse hier. Durch IA bezüglich dieser Achse A ist gleich IS, das heißt das Trägheitsmoment der Achse durch den Schwerpunkt, plus mA². A ist der Abstand, den die Achsen nun haben und M ist die Gesamtmasse des Körpers.
Das ist also ein ganz wichtiger Satz für Trägheitsmomente, den man sehr häufig braucht. Ein zweiter Satz für Trägheitsmomente ist, wenn wir es mit einem ebenen Körper zu tun haben, wie eben hier zum Beispiel die Platten, dann gilt für die Trägheitsmomente IC ist gleich IA plus IB. IC wäre also jetzt das Trägheitsmoment für diese Rotation um die blaue Achse. IA wäre das Trägheitsmoment für diese Rotation um die grüne Achse. Und IB wäre das Trägheitsmoment für die Rotation hier um die türkise Achse. Den Hintergrund dieser beiden Sätze für Trägheitsmomente, den schauen wir uns kurz einmal an. So gucken wir uns zuerst die Herleitung des steinerschen Satzes an. Dazu brauchen wir die Situation, wie sie hier rechts dargestellt ist. Wir haben also unsere Platte mit diesen zwei Drehachsen. Die blaue geht durch den Schwerpunkt und das Trägheitsmoment bezüglich der roten Drehachse ist das, was wir suchen. Wir wählen jetzt ein Koordinatensystem so, dass der Ursprung des Koordinatensystems genau mit dem Schwerpunkt unseres Körpers zusammenfällt. Das ist wichtig bei der ganzen Geschichte. So, wir nennen jetzt hier einen Vektor, der auf irgendein Massenstückchen unseres Objektes zeigt, und zwar ausgehend vom Schwerpunkt RMS und den Vektor, der von unserem Schwerpunkt zu unserer neuen Achse, zu unserer neuen Drehachse zeigt, den nennen wir A. Und dann ist der Differenzvektor, der jetzt von unserer neuen Drehachse den senkrechten Abstand zu unserem Massenstück bezeigt, den nennen wir R. Der Index mit dem für das Senkrechte ist hier jetzt überall aus Gründen der Übersichtlichkeit unterschlagen. Sämtliche Vektoren sollen immer senkrecht auf allen Achsen stehen. So, wir können uns nochmal den Zusammenhang hier anschauen. Also, wir sehen, dass die Summe von A und R genau RMS ergibt. Und das bedeutet nach R aufgelöst, dass R nichts anderes ist als RMS minus A. So, und das brauchen wir. Wir schreiben für das Trägheitsmoment bezüglich unserer neuen Achse A erstmal, das ist das Integral R² dm. Denn hier haben wir ja R ist der Abstand zu der neuen Drehachse. So. Und jetzt können wir das R hier in diesem Integral ersetzen durch RMS minus A und dann in Klammern zum Quadrat. Denken Sie dran, das hier ist dann ja wieder ein Skalar. Das ist also der Betrag des Abstandsvektors hier und dann zum Quadrat. So, diese Klammer hier, die können wir jetzt mit Hilfe der binomischen Formel ausmultiplizieren und das gibt dann R ms Quadrat minus 2 r ms mal a Skalar multipliziert plus a Quadrat dm. Dies ist aber nichts anderes als eine Summe von Integralen und diese einzelnen Integrale stehen jetzt hier. Das erste Integral rms Quadrat dm ist nichts anderes als das Trägheitsmoment bezüglich unserer Achse durch den Schwerpunkt und das nehmen wir ja als bekannt an. Das zweite Integral, das muss hier tatsächlich verschwinden und das sehen wir folgendermaßen. Wir haben ja schon die Definition unseres Schwerpunktes für einzelne diskrete Massen kennengelernt. Aus dieser Summe hier wird für ausgedehnte Körper ebenfalls wieder ein Integral, so wie wir das eben schon beim Trägheitsmoment gesehen haben. Und für ausgedehnte Körper ist also dann der Ortsvektor des Schwerpunktes durch 1 durch m mal diesem Integral hier gegeben. So, wenn wir das hier oben vergleichen, dann stellen wir also fest, dieses Integral hier entspricht genau diesem Integral hier. Nun haben wir aber ja vorausgesetzt, dass unser Koordinatenursprung genau im Schwerpunkt liegt. Das heißt, der Ortsvektor, der auf den Schwerpunkt zeigt, muss 0 sein. Unser RS muss also 0 sein. So, und wann kann dieser Ausdruck hier verschwinden? 1 durch m ist mit Sicherheit nicht 0, also muss das hier verschwinden. Ja, dieses Integral muss verschwinden, das muss 0 sein. So, und dementsprechend muss auch dieses Integral hier 0 sein, denn dieses Integral entspricht ja nichts anderem als m multipliziert mit rs. So, deswegen können wir also diesen mittleren Term streichen und das, was dann überbleibt, ist das letzte Integral, a Quadrat mal dem Integral über die Masse alleine und dieses Integral über die Masse alleine ist nichts anderes als die Gesamtmasse. Und damit erhalten wir also, dass das Trägheitsmoment IA, was wir suchen bezüglich der roten Achse A, nichts anderes ist als das Trägheitsmoment der Achse
bezüglich der Achse durch den Schwerpunkt plus ma Quadrat. Das ist der Satz von Steiner. Gucken wir uns noch den zweiten Satz an. Der ist deutlich einfacher zu sehen, denn dazu benötigt man nur den Pythagoras. Dieser Satz gilt ja nur für ebene Körper, also alles liegt in einer Ebene. Und der verknüpft jetzt die Trägheitsmomente unterschiedlicher Drehachsen miteinander. Also wir haben das Trägheitsmoment, wenn die Platte sich so rum um die blaue Achse dreht, die hier senkrecht auf der Zeichenebene steht. Das wäre die C-Achse. Dann haben wir das Trägheitsmoment, wenn die Platte sich um diese grüne Achse dreht. Sie würde dann also quasi so drehen, ja, aus der Zeichenebene heraus immer. Und das Trägheitsmoment bezüglich dieser Achse hier, die wir die B-Achse genannt hatten, also wenn die Platte quasi so herum hier um diese Achse herum dreht. Und wenn wir uns die zugehörigen senkrechten Abstände zu diesen Achsen jeweils anschauen, dann sehen wir eben, aus Pythagoras ergibt sich, dass RC² gleich RA² plus RB² ist. So. Und genau das nutzen wir aus. Also das Trägheitsmoment bezüglich der Rotation um die C-Achse ist ja RC² dm. Und jetzt ersetzen wir RC² durch RA² plus RB² und dann können wir wieder diese Summe in zwei Integralen schreiben und das ist nichts anderes als das Trägheitsmoment bezüglich der Rotation um die A-Achse und das ist das Trägheitsmoment bezüglich der Rotation um die B-Achse und damit haben wir also diesen Satz ebenfalls gezeigt. Beide Sätze sind in praktischen Berechnungen außerordentlich nützlich. Nach so viel Theorie entspannen wir uns zuerst einmal wieder mit einer Studiwot-Frage. Alle Kugeln seien Punktmassen der gleichen Masse m und der Wert für a ist stets gleich. Wie viele der gezeigten Anordnungen haben bezogen auf die blaue Drehachse das gleiche Trägheitsmoment? Lassen Sie sich Zeit dazu, überlegen Sie das in Ruhe. Und was ist richtig? Es sind drei Anordnungen. Hier haben wir also 4ma². Hier haben wir auch 4ma², denn hier der Abstand der Masse ist 0. Sie liegt direkt auf der Drehachse, deswegen hat sie keinen Einfluss. Hier haben wir auch 4ma². So, das sind die drei. Und nur hier ergibt sich ein anderer Wert. Hier haben wir nämlich einmal ma² plus 9/4a² plus 1/4a² und das sind 10/4a² plus 4/4a², also 14/4a². Jetzt schauen wir uns ein Experiment an, das ich Ihnen üblicherweise auch in der Vorlesung zeige. Und zwar sitze ich auf einem Drehschemel und ziehe gefüllte Limonadenflaschen und die Beine zum Körper oder strecke beides aus. Und wenn Sie darauf achten, sehen Sie, ich werde schneller, wenn ich Arme und Beine anziehe und ich werde langsamer, wenn ich beides ausstrecke. Was Sie jetzt schon wissen, ist, dass beim Ausstrecken der Arme das Trägheitsmoment größer wird und beim Anziehen der Arme kleiner. Wie kommt es aber, dass sich meine Winkelgeschwindigkeit dadurch ändert? Das wollen wir als nächstes verstehen. Das Experiment hat uns also gezeigt, wenn sich ein Trägheitsmoment ändert, dann führt das auch zu einer Änderung der Winkelgeschwindigkeit Omega. So, und hier war es konkreter so, das Trägheitsmoment hat sich ja geändert, weil sich der Abstand der Massen zur Drehachse ändert. Und wenn das Trägheitsmoment kleiner wird, also die Massen herangezogen werden an die Drehachse, dann nimmt die Winkelgeschwindigkeit Omega zu. Und wenn das Trägheitsmoment größer wird, also die Massen weiter von der Achse entfernt sind, dann nimmt die Winkelgeschwindigkeit ab. Eine Änderung von I führt zu einer Änderung von Omega. Und die Frage, die wir beantworten wollen, warum ist das so? Dahinter steckt die dritte primäre wichtige Erhaltungsgröße der Physik, der Drehimpuls. Und mit dem wollen wir uns ab jetzt beschäftigen. Was ist der Drehimpuls? Ja, der Drehimpuls ist erstmal eine Abwandlung des Impulses. Der wird sozusagen auf die Drehbewegung angepasst. Das hier ist der normale Impuls, wie wir ihn schon kennen, P. So. Und jetzt wird aber aus diesem normalen Impuls ein ganz komischer Vektor namens L gemacht, den wir Drehimpuls nennen. Und zwar, indem wir mit einem Kreuzprodukt R Kreuz P die ganze Sache verkomplizieren. So. Erstmal wollen wir uns kurz überlegen, was ist R? R
ist hier in diesem Fall, im einfachsten Fall, erstmal der Abstand zur Drehachse. Ja? Und wir können uns das jetzt so vorstellen, also eine unserer Hanteln hier hat einen bestimmten Impuls P, weil sie ja auf der Kreisbahn umläuft. Und dann wäre R hier der Abstand der Hantel zur Drehachse. Und dann wäre der Drehimpuls, den diese Hantel dann bezüglich ihrer Rotation hier um diese Achse hat, L gleich R Kreuz P. Und das gleiche gilt für die andere Hantel und die Drehimpulse können wir an dieser Stelle wieder addieren. Das heißt, das wäre dann hier der Gesamtdrehimpuls. Das ist hier aber ein Kreuzprodukt. So, aufpassen, also hier das Vektorprodukt. Und wenn wir uns kurz mal die Richtung an dieser Stelle überlegen, also stellen wir uns vor, dass hier so rum rotiert wird. Also wenn wir von oben drauf schauen würden, gegen den Uhrzeigersinn, so, dann würde also hier diese Hantel hier einen Impuls P haben, der genau in die Papierebene hinein zeigt. Und der Vektor R wäre jetzt hier also von der Mitte nach rechts gerichtet. Und jetzt können wir mal die rechte Handregel anwenden. Mit der rechten Handregel finden wir ja immer die Richtung eines Kreuzproduktes. Und wenn wir ein Kreuzprodukt schreiben, C ist gleich A Kreuz B, dann zeigt der Daumen in Richtung von A, der Zeigefinger in Richtung von B und der auf der Handfläche stehende Mittelfinger gibt uns dann die Richtung von C. Das bedeutet den Daumen nach rechts halten, ja, und den Zeigefinger in die Papierebene hinein zeigen lassen und dann gibt der senkrecht auf der Handfläche stehende Mittelfinger die Richtung des Drehimpulses L hier an. Das heißt, der zeigt hier nach oben. So, und das gleiche wäre also für die Hantel auf der anderen Seite. Da zeigt aber jetzt natürlich der Vektor R von rechts nach links. Der Impuls P schaut aus der Papierebene heraus. So, und dann haben wir also, müssen wir uns die Hände ein bisschen verbiegen, aber dann stellen wir fest, dass auch hier der Drehimpuls L nach oben zeigt. So, das ist also das, was man sich unter diesem Drehimpuls vorstellen muss. Zuallererst einmal so ein komischer Vektor. Und dieser Vektor, der steht immer senkrecht auf der Ebene, die durch R und P aufgespannt wird. Das heißt, durch den Abstandsvektor R und den Impuls unseres Teilchens. Und das zeigt eine ganz besondere Eigenschaft des Drehimpulses. Der Drehimpuls ist nämlich nicht irgendetwas, was einem Körper sozusagen von Natur aus irgendwie aufgeprägt ist, sondern jeder Körper hat ganz viele, unendlich viele Drehimpulse, denn der Drehimpuls, der ist immer abhängig vom Bezugspunkt und gibt eine Eigenschaft der Bewegung bezüglich eines Punktes an. Und weil man diesen Punkt beliebig wählen kann, ist natürlich auch der Drehimpuls erstmal für einen Körper beliebig. Der Bezugspunkt ist immer der Punkt, von dem aus er startet und der Drehimpuls hängt jetzt einfach davon ab, wo ich diesen Bezugspunkt wähle. Und das ist etwas, was man sich klar machen muss. Also der Drehimpuls gibt die Bewegung bezüglich eines Punktes an. Wie benimmt sich die Bewegung bezüglich eines Punktes? Und den kann man sich natürlich selber wählen. Wir schauen uns jetzt zuerst einmal eine gerade Bahn an. Anders als die meisten Studierenden am Anfang denken, hat nämlich auch ein Körper, der sich auf einer geraden Bahn bewegt, einen Drehimpuls. Jeder Körper hat nämlich einen Drehimpuls, weil das Kreuzprodukt R Kreuz P kann ich natürlich für jeden Körper ausrechnen. Ich brauche mir nur irgendeinen Punkt wählen und dann den Impuls des Körpers anschauen und dann kann ich R Kreuz P ausrechnen. Und dieser Vektor ist immer senkrecht zu der Ebene, die durch R und P aufgespannt wird. Und in allen hier gezeichneten Bildern ist natürlich diese Ebene dann die Zeichenebene. So, gucken wir zuerst einmal das Bild hier unten an. Da bewegt sich also hier diese kleine Kugel auf einer geraden Bahn und der Impuls dieser Kugel sei konstant, das heißt, sie bewegt sich mit konstantem Tempo. Jetzt könnten wir als Bezugspunkt zum Beispiel hier diesen Punkt Q wählen und dann würde eben R vom Punkt Q aus zeigen auf unseren Körper hin und dann haben wir hier den Impuls P und das Kreuzprodukt aus diesen beiden Vektoren, das ergibt uns also jetzt hier diesen Drehimpuls LQ bezogen auf Q, das soll das Q andeuten und der würde hier, wenn wir jetzt die rechte Handregel wieder anwenden, in die Papierebene hinein zeigen. So. Und der Witz dabei ist jetzt, solange hier der Impuls P konstant ist, kann sich der Körper beliebig auf dieser Bahn bewegen. Das Kreuzprodukt, das heißt der Drehimpuls, der bleibt hier konstant.
Denn wenn wir uns mal das Kreuzprodukt hinschreiben, also L gleich R Kreuz P, ergibt ja dann in den Beträgen ausgeschrieben, L ist gleich P-Betrag mal RQ-Betrag mal Sinus Theta. RQ mal Sinus Theta ist ja hier genau dieser senkrechte Abstand. So. Und wenn der Körper sich jetzt weiter bewegt, dann ändert sich zwar hier das R, es wird immer länger. Dafür wird aber der Winkel Theta hier immer kleiner und solange sich also der Abstand von Q zur Bahn nicht ändert, und das tut er ja nicht, weil Q halten wir fest, ist natürlich RQ mal Sinus Theta dabei immer konstant. Und das heißt auch, der Drehimpuls bleibt bei einer solchen Bewegung konstant. Denn an der Richtung kann sich nichts ändern, ne? Die Richtung des Drehimpulses ist immer senkrecht zu der Ebene, die durch R und P aufgespannt wird. Also das ist das Erste, was man sich vergegenwärtigen muss. Auch ein Körper auf einer geraden Bahn hat einen Drehimpuls und wenn der sich gleichförmig bewegt, dann hat er einen konstanten Drehimpuls. Aber der Wert, der Zahlenwert dieses Drehimpulses, der ist jetzt abhängig davon, wo wir den Bezugspunkt Q wählen. Wählen wir zum Beispiel den Bezugspunkt Q irgendwo auf dieser Bahn hier, dann ist der Drehimpuls immer 0. Denn das Kreuzprodukt zweier paralleler Vektoren verschwindet ja. Wählen wir zum Beispiel hier einen ganz anderen Bezugspunkt, zum Beispiel an dieser Stelle, dann würde hier der Drehimpuls aus der Papierebene heraus zeigen und er hätte einen anderen Zahlenwert, weil also jetzt hier der senkrechte Abstand des Punktes zu unserer Bahnkurve ja länger ist. Der Drehimpuls wäre hier also größer, wäre ebenfalls konstant, ebenfalls ungleich 0. Aber zeigt eben aus der Papierebene heraus. Also das soll verdeutlichen, wir müssen uns immer überlegen, bezogen auf welchen Punkt wollen wir den Drehimpuls angeben oder betrachten. Und das hängt dann ganz entscheidend davon ab, welche Eigenschaften unser Drehimpuls hat. Ja? Also der Drehimpuls ist abhängig vom Bezugspunkt und gibt eine Eigenschaft der Bewegung bezüglich eines Punktes an. Bezüglich des Punktes C hat also dieser Körper hier keinen Drehimpuls. Bezüglich des Punktes Q hat unser Körper einen Drehimpuls, der in die Zeichenebene hinein zeigt. Bezüglich des Punktes P hat unser Körper einen Drehimpuls, der aus der Zeichenebene heraus zeigt. Und auf einer geraden Bahn hat ein Körper mit einem konstanten Impuls, das heißt ein Körper, der sich gleichförmig bewegt, einen Drehimpuls. Gucken wir uns dagegen mal die Kreisbahn an. Also hier soll sich jetzt ein Körper gleichförmig auf einer Kreisbahn bewegen. Da können wir jetzt uns zuallererst einmal den Drehimpuls anschauen, wenn wir als Bezugspunkt den Mittelpunkt der Kreisbahn wählen, so wie wir das eben im Beispiel auch gemacht haben mit den Hanteln. Hier bleibt natürlich der Drehimpuls dann die ganze Zeit konstant, weil P und R senkrecht aufeinander stehen und deswegen ist das Kreuzprodukt einfach das Produkt der Beträge. LC ist gleich der Betrag hier unseres Vektors RC mal den Betrag des Impulses so. Und das bleibt also, egal wo der sich gerade auf der Kreisbahn findet, konstant. Das ist wunderbar. So haben wir das uns bisher auch vorgestellt. Wir können aber natürlich auch einen anderen Bezugspunkt wählen. Wählen wir zum Beispiel hier den Bezugspunkt Q, einen Punkt, der hier auf der Kreisbahn direkt liegt, dann hätte also in dem Moment, der hier gezeigt ist, natürlich unser Kügelchen hier einen Drehimpuls bezogen auf Q und dieser Drehimpuls, der wäre also jetzt aus der Zeichenebene herausgerichtet und der wäre ungleich 0. Aber wenn die Kugel hier jetzt zum Beispiel weiter wandert, so, dann ist sie ja irgendwann hier im Punkt Q. Und wenn sie im Punkt Q ist zum Beispiel, dann wäre ja RQ jetzt 0 und damit wäre auch der Drehimpuls 0. Das heißt, bezogen auf diesen Punkt ändert sich der Drehimpuls die ganze Zeit und ist überhaupt nicht konstant. So. Und deswegen auf einer Kreisbahn zum Beispiel ist L nur dann konstant, wenn wir als Bezugspunkt den Mittelpunkt der Kreisbahn wählen. Also der Drehimpuls ist eine etwas kompliziertere Größe und wir müssen uns eben klar machen, dass die Angabe eines Drehimpulses und Berechnungen zum Drehimpuls und mit dem Drehimpuls immer nur dann überhaupt Sinn machen und nachvollziehbar sind, wenn wir dazu auch noch angeben, auf welchen Punkt wir uns eigentlich beziehen, also was der Bezugspunkt sein soll.
Oft wird das stillschweigend angenommen bei Kreisbewegungen, dass man den Mittelpunkt der Kreisbahn meint. Und deswegen wird diese Angabe gar nicht mehr gemacht. Aber man muss im Hinterkopf behalten, dass das ein entscheidender Punkt und eine entscheidende Wahl ist. Ja? Also im Grunde macht die Angabe eines Drehimpulses nur dann Sinn, wenn man gleichzeitig auch sagt, was der Bezugspunkt ist, zu dem dieser Drehimpuls gehört. So, und diese seltsame Größe ist also nun eine Erhaltungsgröße und diese Größe kann sich nur dann ändern, wenn ein Drehmoment wirkt. Was ein Drehmoment ist, schauen wir uns dann als nächstes an. Jetzt wollen wir erst noch mal kurz beim Drehimpuls bleiben und hier haben wir jetzt also völlig stillschweigend als Bezugspunkt hier den Mittelpunkt der Kreisbahn gewählt, den diese Hanteln machen. Aber jetzt sagen wir das noch mal explizit: Wir betrachten also den Drehimpuls bezogen auf den Mittelpunkt der Kreisbahn, auf den diese Hanteln laufen. Das ist entscheidend und wichtig, dass wir uns sowas verdeutlichen und vergegenwärtigen. Wenn so eine vektorielle Größe erhalten bleibt, heißt das, dass sowohl ihre Richtung als auch ihr Betrag erhalten bleibt. Ja? Es kann sich also bei diesem Drehimpuls weder die Länge des Vektors noch die Orientierung des Vektors ändern, solange kein Drehmoment wirkt. So. Und ich verrate Ihnen schon mal, wenn ich also hier die Hanteln anziehe oder wegstoße, dann wirkt da kein Drehmoment. Das heißt, der Drehimpuls bleibt gleich. Wie passt das denn damit zusammen, dass sich hier die Winkelgeschwindigkeit ändert? Tja, damit wir das verstehen können, müssen wir verstehen, dass wir den Drehimpuls hier auch anders ausdrücken können. Wir können nämlich den Drehimpuls auch über L gleich Trägheitsmoment mal Winkelgeschwindigkeit ausdrücken. L ist proportional zur Winkelgeschwindigkeit, aber die Proportionalitätskonstante ist das Trägheitsmoment. Und diesen Zusammenhang, den verstehen wir folgendermaßen. Für den Impuls wissen wir ja schon, dass der P gleich M mal V ist. Und wenn jetzt R senkrecht zu P steht, dann ist P ja einfach das Produkt der skalaren Größen M mal V. Und das ist wiederum nichts anderes als M mal Omega mal R senkrecht, weil V ist ja Omega mal R senkrecht. Oder einfach Omega mal R, aber wir gehen die ganze Zeit immer davon aus, dass unser Abstand der senkrechte Abstand zur Drehachse ist. So weit zum Impuls. So, jetzt gehen wir zum Drehimpuls. Der ist ja L gleich R kreuz P. Und jetzt nehmen wir auch wieder an, R ist senkrecht zum Impuls P, genau wie hier oben. So, und dann können wir das Kreuzprodukt hier einfach durch das Produkt der Beträge ausdrücken. Wenn die beiden Vektoren senkrecht aufeinander stehen, ist ja das Kreuzprodukt nur das Produkt der Beträge, also R senkrecht mal P. Und jetzt ersetzen wir P über M Omega R senkrecht. So, und dann haben wir hier zweimal R senkrecht, also dann ergibt das M R senkrecht zum Quadrat mal Omega. Und M R senkrecht zum Quadrat, wissen Sie schon, ist das Trägheitsmoment und deswegen ist das I mal Omega. So, und wenn L hier eine Konstante ist und ich I ändere, muss ich Omega ändern, sonst kann L gar nicht konstant bleiben. Und genau das ist das, was man hier in diesem Experiment sieht. Ja, ich ändere das Trägheitsmoment und genau deswegen ändert sich Omega, weil der Drehimpuls konstant bleibt. So. Und folglich sehen wir jetzt auch, wie rum es sein muss. Wenn ich I kleiner mache, das Trägheitsmoment, muss Omega größer werden. Und wenn ich I größer mache, muss Omega kleiner werden. Sonst kann nämlich ihr Produkt nicht konstant bleiben. Ja, das ist sozusagen das Geheimnis hinter diesem Pirouetteneffekt. Und dieser Pirouetteneffekt, der ist natürlich genau das, was zum Beispiel eben Eiskunstläufer so wahnsinnig schnell sich rotieren lässt. Sie starten ja meistens in so eine Pirouette mit einem ausgestreckten Bein oder ähnlichem. Und wenn sie dann Arme und Beine anziehen, werden sie wahnsinnig schnell. Eiskunstläufer müssen sich in der Physik des Drehimpulses auskennen und sie müssen wissen, dass der Drehimpuls das Produkt aus Trägheitsmoment und Winkelgeschwindigkeit ist. Wenn ein Eiskunstläufer eine Pirouette macht, nutzt er die Drehimpulserhaltung aus, denn es wirkt kein Nettodrehmoment auf ihn. Wenn er die Arme ausstreckt und die Beine, dann macht er sein Trägheitsmoment größer und dadurch wird die Winkelgeschwindigkeit kleiner. Wenn er dann die Arme anzieht, macht er sein Trägheitsmoment kleiner und dafür wird die Winkelgeschwindigkeit größer. Und das müssen Eiskunstläufer perfekt beherrschen, um somit ihre Winkelgeschwindigkeit zu steuern.
Ein weiteres super eindrucksvolles Beispiel, bei dem auch der Pirouetten-Effekt auftritt, das ist, wenn ein Stern sein Leben beendet und ausgebrannt ist. Je nach seiner Masse kann ein Stern unterschiedlich enden. Er kann zu einem weißen Zwerg werden oder er kann zu einem Neutronenstern werden oder er kann auch zu einem schwarzen Loch werden. In allen Fällen ist es aber so, dass bei dem Prozess, der ihn dann im Endeffekt umwandelt, keine Drehmomente wirken. Das heißt, er behält seinen Drehimpuls. Und wenn er zu einem Neutronenstern wird, dann fällt die gesamte Masse auf ein sehr, sehr, sehr kleines Volumen zusammen. Und dabei nimmt natürlich das Trägheitsmoment extrem ab. Und das bedeutet, die Winkelgeschwindigkeit nimmt gigantisch zu. So ein Neutronenstern, der rotiert wahnsinnig schnell und kann dann eben zum Beispiel auch zu so einem Pulsar werden und uns dann Strahlung entgegensenden. Und aus dieser Strahlung bekommen wir zum Beispiel auch die Rotationsperiode dann dieses Neutronensterns heraus. Und diese Rotationsperioden, die können eine 10 Millisekunden bis 8 Sekunden sein, also exorbitant schnell, ja. Also die rotieren wahnsinnig schnell, diese Sterne. Und der Gravitationskollaps eines solchen Sterns auf so ein klitzekleines Volumen hier, der beschleunigt jetzt natürlich die Rotationsperiode enorm. Die kleinste Masse, den kleinsten Durchmesser, den man übrigens bei so einem Neutronenstern gefunden hat, soweit mir bekannt ist, 17 Kilometer. Also auf 17 Kilometer Durchmesser kann so ein sehr großer, riesiger Stern zusammenfallen. Ja? Und auf diesem Übergang haben wir dann also normalerweise eine Supernova-Explosion. Da wirft natürlich der Stern erstmal einen Großteil seiner Masse ab, aber das, was verbleibt, das kollabiert dann eben hier zum Beispiel zu einem Neutronenstern. Hier wurde mal tatsächlich, es ist tatsächlich mal gelungen, die Explosion einer Supernova aufzunehmen, ja, mit Teleskopen. Das ist also hier die Supernova 1987a heißt die. Und wenn Sie so etwas weiter interessiert, da gibt es also in Wikipedia eine ganze Menge dazu. Unter anderem stammt daher auch dieses Bild. Aber Paradebeispiel für den Pirouetteneffekt, ja, eine Rotationsperiode von Jahren wird hier auf wenige Sekunden bis hin zu Bruchteilen von Sekunden zusammengeschrumpft. Und ein tolles Beispiel und Experiment, womit man sowas auch zeigen kann, ist die Hobermann-Kugel. Das ist eine Kugel, die so konstruiert ist, dass man sie über einen Faden zusammenziehen kann. Und wenn man die zusammenzieht, verringert sich natürlich das Trägheitsmoment stark und dann nimmt eben die Winkelgeschwindigkeit deutlich zu. Nun habe ich Sie genug abgelenkt, um herauszufinden, ob Sie die rechte Handregel beherrschen. Der Hammer einer Hammerwerferin läuft auf einer Kreisbahn. Wohin zeigt der Drehimpuls des Hammers bezogen auf den rot markierten Mittelpunkt der Bahn? Wenden Sie die rechte Handregel an und finden Sie heraus, wohin der Drehimpuls zeigt. Ich stoppe die Umfrage und was ist richtig? Aus der Zeichenebene heraus natürlich. Hier wenden wir also die rechte Handregel an. R zeigt quasi nach unten, der Impuls zeigt nach rechts und damit zeigt der Zeigefinger der rechten Hand aus der Papierebene heraus. Als letzten Aspekt des Pirouetteneffektes wollen wir uns noch einmal die Energie hier anschauen. So, was passiert hier eigentlich mit der Energie bei diesem Vorgang? Dazu suchen wir uns erst nochmal einen Ausdruck für die Rotationsenergie. Wir haben für die Rotationsenergie ja schon ein halb I Omega Quadrat kennengelernt, aber über unseren neuen Zusammenhang, den wir jetzt hier auch kennen, nämlich L gleich I mal Omega, können wir die Rotationsenergie auch in einen Ausdruck in Abhängigkeit vom Drehimpuls umschreiben. Dazu müssen wir einfach nur dieses hier mit I erweitern, dann ergibt sich I Quadrat Omega Quadrat durch 2I.
I. Und I Quadrat Omega Quadrat ist ja nichts anderes als L Quadrat. Und damit erhalten wir als weiteren Ausdruck für die Rotationsenergie, sie ist L Quadrat durch 2 I. Und was sehen wir hier jetzt? Bei diesem Prozess bleibt ja L konstant und I ändert sich. Und hier in diesem Fall, also wenn wir von oben nach unten gehen, dann wird ja das Trägheitsmoment I kleiner. Und wenn hier I kleiner wird, bedeutet das, die Rotationsenergie wird größer. Hier ist also der Drehimpuls konstant, aber nicht die Rotationsenergie. Sie wächst nämlich stark an. Von hier nach hier nimmt die Rotationsenergie zu. So, woher kommt diese Energie? Wir wissen ja, wenn sich die Energie verändert hier in diesem System, dann muss daran ja Arbeit verrichtet werden. Wo kommt denn diese Arbeit her? Diese Arbeit, die verrichtet derjenige Mensch, der hier auf dem Drehstuhl sitzt, indem er nämlich die Arme anzieht. In dem Moment, wo die Arme angezogen werden, wird ja hier eine Kraft nach innen verrichtet. Und die Hanteln bewegen sich ja auch nach innen. Das heißt, hier wird positive Arbeit verrichtet und damit wird Energie zugeführt. Das Gleiche macht ja der Mensch, wenn er an dem Seil zieht und diesen Hobermann-Ball zusammenzieht. Auch hier wird dann also an dem System Arbeit verrichtet. Und diese Arbeit, das ist diejenige, um die sich hier diese Rotationsenergie erhöht. So, das ist also der letzte Aspekt des Pirouetteneffektes. Das ist ganz schön anstrengend. Wenn Sie also dieses Experiment einmal selber machen, dann merken Sie die Arbeit, die Sie hier beim Anziehen verrichten, unmittelbar. So, als letzte neue Größe betrachten wir jetzt also das Drehmoment. Auch das Drehmoment ist ein Kreuzprodukt, und zwar M ist gleich R Kreuz F. M ist also für uns das Symbol des Drehmomentes. Und es macht aus einer normalen Kraft eben eine Kraft, die auch eine Verdrehung bewirkt. Das ist das Drehmoment. Es gibt an, wie drehwirksam eine Kraft ist. So. Nicht jede Kraft kann nämlich etwas verdrehen. Betrachten wir dazu mal dieses Bild hier unten. Stellen Sie sich einfach vor, dies hier sei jetzt eine quadratische Scheibe und diese quadratische Scheibe, die ist hier jetzt an der Stelle, wo die Drehachse markiert ist, dieser blaue Punkt, da ist die fixiert und das Einzige, was sie kann, ist also sich hier quasi um diese Achse herum zu verdrehen. So. Wann kann eine Kraft diese Verdrehung bewirken oder eine solche Verdrehung bewirken? Dazu sind bestimmte Bedingungen notwendig. Um die zu erkennen, schauen wir uns einfach mal die Fälle an, wo eine Kraft das nicht kann. Stellen wir uns vor, wir haben eine Kraft, die genau hier parallel zu R wirkt. Ja? So. Also hier in dieser Richtung nach außen zieht. Die könnte keine Verdrehung dieser Scheibe bewirken, ja? Die würde also nur eine Zugkraft in diese Richtung bewirken, so, und wenn die Scheibe hier fixiert ist, passiert da überhaupt gar nichts wegen Aktio gleich Reaktio üben wir ja hier eine Kraft auf diese Befestigung aus und die Befestigung übt genau die entgegengesetzt gleiche Kraft in die andere Richtung aus und deswegen bewegt sich das nicht. Es sei denn, unsere Kraft ist hier dann irgendwann größer als die, die die Befestigung aufbringen kann. So, also eine Kraft, die parallel zu R ist, kann keine Verdrehung bewirken. Das gleiche gilt, wenn wir die Kraft genau auf unsere Befestigung zuzeigen lassen, wenn wir also hier quasi so drücken würden. Ja? So, unter welchen Umständen kann eine Kraft noch keine Verdrehung bewirken? Naja, genau dann, wenn wir die Kraft direkt hier an der Achse angreifen lassen, also genau an diesem Punkt. Da ist es völlig egal, in welche Richtung wir die Kraft hier wirken lassen. Sie kann diese Scheibe hier nicht verdrehen. So, und wie können wir das mathematisch fassen? Also wann kann eine Kraft also nur verdrehen, wenn sie irgendeine Komponente senkrecht zu R hat? Wir können die Kraft also hier mal zerlegen in ihre Komponente parallel zu R und in ihre Komponente senkrecht zu R. Und wenn eine Kraft eine Komponente senkrecht zu R hat, dann kann sie eine Verdrehung bewirken und die Verdrehung wird auch nur durch die senkrechte Komponente der Kraft erzeugt. Diese Komponente der Kraft ist dann für die Verdrehung völlig wirkungslos. So, aber das alleine genügt eben noch nicht, denn wenn diese Komponente hier jetzt direkt an unserem Drehpunkt hier angreift, dann passiert ja eben auch keine Verdrehung. So, das heißt, es muss auch dieses R ungleich 0 sein. Und genau diese Bedingung,
dass nur dann eine Verdrehung stattfindet, wenn sowohl r größer als 0 ist, ja, als auch wir eine Komponente senkrecht zu r haben. Das ist eben wieder in diesem Kreuzprodukt drin enthalten, denn das hat ganz genau diese Eigenschaft. Ja, wir haben auch hier wieder, genau wie wir das beim Drehimpuls schon gesehen haben, einen senkrechten Abstand. Wir können jetzt nämlich unsere Kraft hier entlang ihrer sogenannten Wirkungslinie verschieben. Das heißt, wir ziehen einfach eine Linie durch unsere Kraft und auf dieser Linie dürfen wir die Kraft jetzt beliebig verschieben. So, und warum dürfen wir das? Weil sich nämlich dabei das Kreuzprodukt hier gar nicht verändert. Wenn wir uns diese Linie hier nochmal anschauen, also der senkrechte Abstand der Linie zu unserem Drehpunkt, der bleibt ja konstant, auch wenn wir unsere Kraft auf dieser Linie hier verschieben. Und dieser senkrechte Abstand R mal Sinus Gamma multipliziert mit dem Betrag unserer Kraft, das ist eine Konstante und das ist der Betrag hier dieses Drehmomentes. Auch das Drehmoment steht ja wie der Drehimpuls senkrecht auf der Ebene, die durch R und F aufgespannt wird. Das heißt, die Richtung des Drehmomentes wird durch diese Verschiebung nicht geändert, aber eben auch der Betrag des Drehmomentes nicht und deswegen bleibt das Drehmoment hier konstant. So. Und diesen Abstand, den wir hier haben, den senkrechten Abstand zu dieser Linie durch die Kraft, das nennen wir den Hebelarm des Drehmomentes. Ja? Und das ist auch der kürzeste Abstand, den die Kraft hier quasi zu unserem Drehpunkt haben kann. So, das also ist das Drehmoment und deswegen wird es so über dieses Kreuzprodukt ausgedrückt. Also es beschreibt, ob eine Kraft eine Verdrehung bewirken kann oder die Drehwirksamkeit einer Kraft. Das Drehmoment hat überhaupt nichts mit der Alltagsbedeutung Moment zu tun. Also es bezieht sich in keinster Weise auf so etwas wie einen zeitlichen Augenblick, ebenso wenig wie das Trägheitsmoment. Beide sind auch sächlich, also es heißt das Drehmoment und nicht der Drehmoment. Und es heißt auch das Trägheitsmoment und nicht der Trägheitsmoment. Sondern der Begriff Moment, der wird in der Physik relativ willkürlich benutzt. Also das, wie gesagt, gibt es keine Systematik, wann man das den Begriff Moment benutzt. Man hat so ein bisschen das Gefühl, das ist so ein Joker-Begriff, wenn einem sonst nichts anderes eingefallen wäre. Man hätte hier im Endeffekt besser Drehkraft sagen können oder sowas in der Art. Also wann bewirkt eine Kraft auch eine Verdrehung und zwar dann, wenn das Drehmoment ungleich 0 ist. So, das also wäre das Drehmoment und nur durch solche Drehmomente können natürlich Drehimpulse geändert werden, weil dadurch eben die Relativbewegung zu so einem Bezugspunkt geändert werden kann. Und wenn man jetzt Drehimpulse und Drehmomente zusammen in eine Gleichung schreibt, dann muss man auf jeden Fall darauf achten, dass man immer den gleichen Bezugspunkt wählt. Ja, die müssen sich beide auf den gleichen Bezugspunkt beziehen. Also einer der hübschesten Fehler ist, wenn man also für M einen anderen Bezugspunkt wählt als für L. So, aber wie hängen nun M und L zusammen? Das sagt uns der Drehimpulssatz, der sagt uns nämlich nur Drehmomente ändern Drehimpulse, also M ist gleich dl nach dt oder M ist gleich L Punkt und das können wir jetzt wieder ausdrücken über I Alpha, L ist ja I gleich Omega, I mal Omega, wenn wir das Trägheitsmoment als Konstante annehmen, dann ist L gleich I mal Omega Punkt und Omega Punkt ist ja nichts anderes als die Winkelbeschleunigung Alpha. Nur Drehmomente ändern also Drehimpulse und das ist völlig äquivalent zu nur Kräfte ändern Impulse. Und Sie sehen jetzt hier wieder die Ersetzung. Also wenn wir F durch M ersetzen und P durch L ersetzen, M durch I ersetzen und A durch Alpha ersetzen, dann haben wir die völlig äquivalente Beziehung der Drehbewegung zur Translationsbewegung. Damit haben wir eingangs angefangen, dass wir also verschiedene Größen ersetzen können, um uns aus den Zusammenhängen der Translationsbewegung die entsprechenden Zusammenhänge der Drehbewegung zu holen. Und hier sind wir sozusagen bei unserem fundamentalen Gesetz angelangt. So wie Kräfte Impulse ändern, genau so ändern Drehmomente Drehimpulse. Hier haben wir also eine eindeutige Äquivalenz. Und hier steckt aber eine ganze Menge mehr drin. Und das ist ein ganzes Eckchen komplizierter als dieses hier. Also wenn Sie das Bewegungsgesetz kompliziert fanden, der Drehimpulssatz, der hat es noch weitaus mehr in sich.
So, und warum hat er es so stark in sich? Ja, weil hier nämlich so eine kleine Tücke drin steckt. Sowohl M als auch L sind ja Vektoren. Und wenn wir uns das genau hier mal anschauen, dann bedeutet das hier, dass die Änderung unseres Drehimpulses L immer in genau die gleiche Richtung zeigt wie das Drehmoment M. Und das Drehmoment M wiederum zeigt aber eben nicht in die Richtung der wirkenden Kraft, sondern das Drehmoment M steht ja senkrecht auf der wirkenden Kraft. Ja? Ein Kreuzprodukt steht ja immer senkrecht auf den beiden Vektoren, die da drin stecken. Und das führt dazu, dass sich Dinge für uns gänzlich ungewöhnlich benehmen, weil wir sind immer gewöhnt, wenn eine Kraft auf irgendein Objekt wirkt, dass sich dann die Bewegung irgendwie in Richtung dieser Kraft verschiebt. Das ist aber genau bei Drehmomenten nicht der Fall, sondern die verändern ihre Bewegung senkrecht zu der Kraft. Wir gucken uns das mal an einem einfachen Beispiel an. Fahrradfahren ist den meisten von Ihnen sicher vertraut und stellen Sie sich jetzt vor, dies sei also Ihr Vorderrad, ja, und dies sei hier der Lenker Ihres Fahrrades, so, und Sie fahren also hier vorwärts, das heißt, von aus der Vogelperspektive betrachtet, dreht sich Ihr Rad jetzt so, ja, dass sich das hier oben, die Oberseite des Rades immer in diese Richtung bewegt. So, wenn wir den Drehimpuls bestimmen, dann bedeutet das, dass der Drehimpuls unseres Vorderrades hier nach links zeigt. Jetzt kann man sich fragen, wie muss ich eigentlich lenken, damit mein Rad jetzt eine Linkskurve macht? Ich möchte also in diese Richtung fahren. So, da ist jetzt natürlich die ganz intuitive Geschichte, die man sich überlegt, okay, ich muss hier am Lenker nach unten, also nach da ziehen und hier am Lenker nach da drücken. Ich muss den Lenker also so ein bisschen so querstellen, damit mein Rad diese Kurve fährt. Dann verdreht sich ja das Rad, denkt man so, in diese Richtung. Das wäre auch so, wenn das Rad keinen Drehimpuls hätte und nicht rotieren würde. Aber das Rad hat nun mal einen Drehimpuls. Und jetzt überlegen wir uns mal, wohin zeigt denn dieses Drehmoment, wenn wir also solche Kräfte auf unseren Lenker ausüben? Dann zeigt ja nach Anwendung der rechten Handregel das Drehmoment hier senkrecht nach oben aus der Papierebene heraus. Guckt sie also an. So, und das gibt auch die Änderung des Drehimpulses an. Also wie verändert sich hier der Drehimpuls unseres Rades? Das bedeutet nämlich, der kippt aus der Zeichenebene heraus. Wenn sich das Rad so schräg stellen soll, müsste aber der Drehimpuls sich ja in diese Richtung hier bewegen und stattdessen kippt der jetzt aus der Zeichenebene heraus. Und das bedeutet, Sie kippen auch mit Ihrem Fahrrad um. Das heißt, Sie würden jetzt also hier nach rechts geneigt. Und Sie wissen alle, dass funktioniert also so nicht und intuitiv machen Sie das richtig, ohne an die Physik zu denken. Ja, damit Sie nämlich nicht nach rechts hier kippen, weil der Drehimpuls nämlich hier so kippen möchte, deswegen legen Sie sich in die Kurve. Ja, und Sie müssen sich in die Kurve legen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht. Wenn Sie nämlich genauso lenken, wie das hier angedeutet ist, ja, dann wirkt auf Sie selber nämlich ein Drehmoment, das hier oben einmal angedeutet ist. Und zwar werden Sie durch dieses Drehmoment nach rechts gekippt. So. Und das geschieht einfach deswegen, weil sich der Drehimpuls hier aus der Zeichenebene herausklappen möchte. Der möchte quasi abheben. So. Und dadurch also werden Sie nach außen gekippt. Und Sie müssen sich in die Kurve neigen, um dieses Drehmoment zu kompensieren. Und nicht nur das, Sie müssen sich auch noch weiter in die Kurve neigen, um nämlich ein Drehmoment er zu erzeugen, durch Ihre Gewichtskraft. Die Gewichtskraft zeigt ja hier in die Papierebene hinein. Sie neigen sich etwas nach links, dadurch entsteht auch ein Hebelarm nach links. Und wenn Sie die Richtung dieses Drehmomentes bestimmen, dann zeigt dieses Drehmoment in diese Richtung. Und das ist genau dasjenige, das ist hier dieser kleine blaue Pfeil, den Sie brauchen, damit der Drehimpuls hier in der Zeichenebene quasi so nach unten verdreht wird und nach unten gekippt wird. Also hier ist es nämlich anders, als man denkt. Ja? Also um eine Linkskurve zu fahren, müssen wir gar nicht so an unserem Lenker ziehen, ja? Sondern stattdessen müssten wir eigentlich nur auf die linke Seite unseres Lenkrads ein bisschen hauen oder die leicht nach unten drücken und dann hätten wir das richtige Drehmoment, damit wir eine Linkskurve fahren.
Wenn man einen Motorradführerschein macht, dann lernt man sowas zum Beispiel. Wenn man einen sehr schnellen Ausweichhaken machen muss, die sogenannte Lenkimpulslenkung, dann lernt man, dass man dazu nicht am Lenker ziehen muss, sondern dass man einen kurzen Impuls auf den Lenker geben muss. Ja, denn das ist die sogenannte Lenkimpulslenkung, also auf den Lenker kurz auf der Seite hauen und dann fährt man einen sehr schnellen Haken. Also, das ist eine typische Lehrlektion in der Fahrschule, der Ausweichhaken. Ja, und auch dazu zum Motorradfahren muss man eben auch Physik verstehen. Wie gesagt, beim Fahrradfahren macht man das intuitiv richtig, aber man muss sich überlegen, warum man all diese Dinge macht. Und daran sehen Sie eben schon das Ungewöhnliche bei den Drehbewegungen. Also, die Dinge folgen nicht den Kräften, ja, sondern die Drehimpulse folgen den Drehmomenten und die stehen immer senkrecht auf den Kräften, die man einwirken lässt. Und das führt zu ganz vielen skurrilen Verhaltensweisen, die wir uns dann in der nächsten Vorlesung anschauen. Zum Fahrrad habe ich Ihnen noch mal ein Video mitgebracht. Sie sehen, die Fahrradfelge rotiert schnell und ist an einer Seite an einem Faden aufgehängt. Und anstatt wie erwartet zu kippen, einfach nach links zu kippen, macht sie eben genau die Bewegung, die wir auch beim Lenken uns wünschen. Und das Drehmoment, was hier durch den Faden und die Gewichtskraft erzeugt wird, ist eben genau das Drehmoment, das wir eben durch in die Kurve neigen beim Lenken dann auch erzeugen. Diese Bewegung nennt man übrigens Präzession und die soll Ihnen einen Vorgeschmack geben auf das skurrile Verhalten von rotierenden Objekten. So, auf der letzten Folie habe ich Ihnen nochmal die verschiedenen Größen und die wichtigsten Dinge der heutigen Vorlesung zusammengefasst. Wir haben also den Drehimpuls kennengelernt und das Drehmoment kennengelernt. Wir haben die Bedeutung des Vektors R hier verstanden. Wir wissen, beide Größen beziehen sich immer auf einen Punkt und beschreiben die Bewegung relativ zu einem Punkt. Und hier der Vektor R, der startet immer von dem Punkt. Und wenn wir eine gemeinsame Gleichung für L und M zum Beispiel aufschreiben, dann müssen L und M sich beide auf den gleichen Bezugspunkt beziehen. Das heißt, die beiden Rs in den Ausdrücken müssen vom selben Punkt starten. Das Drehmoment ist also genauso wie der Drehimpuls ein Kreuzprodukt. Das vektorielle Kreuzprodukt haben Sie schon in der mathematischen Ergänzung gelernt. Und jetzt müssen Sie mit dem Kreuzprodukt vertraut werden. Sie müssen also es zum einen betragsmäßig ausrechnen können. Sie müssen aber auch in der Lage sein, die Richtung von Kreuzprodukten, also des Ergebnisses eines Kreuzproduktes, zu bestimmen. Und das macht man mit Hilfe der rechten Handregel und den Drehsinn übrigens, also wie rum dreht sich etwas aufgrund jetzt zum Beispiel eines Drehmomentes oder bei einem bestimmten Drehimpuls. Da kann man auch die Daumenregel verwenden. Die ist natürlich noch viel einfacher als die rechte Handregel. Sie krümmen einfach die Daumen in die Richtung des Drehsinnes, dann haben Sie die Richtung des zugehörigen wirkenden Drehmomentes oder Drehimpulses oder andersherum, wenn Sie die Richtung eines Drehimpulses oder Drehmomentes haben, dann gebt Ihnen die Krümmungsrichtung der Finger an, in welche Richtung sich dann das jeweilige verdreht. Ganz zum Schluss habe ich Ihnen noch ein paar StudiVot-Fragen dazu mitgebracht und die StudiVot-Fragen sind gar nicht so einfach. Ich bin mal gespannt, ob Sie die jetzt beantworten können. So, hier ist die erste. In welcher der gezeigten Situationen erzeugt die Hammerwerferin ein Drehmoment auf den Hammer bezogen auf den rot markierten Drehpunkt? Was ist richtig? Richtig ist nur Antwort C. Hier wirkt überhaupt gar kein Drehmoment, weil die Kraft parallel zu R ist. Hier wirkt ebenfalls kein Drehmoment, weil die Kraft parallel zu R ist. Jetzt verstehen Sie auch, wieso bei unserem Hantel-Experiment kein Drehmoment wirkt, ja, und der Drehimpuls erhalten bleibt, weil wir nämlich mit einer Kraft parallel zu R die Hanteln heranziehen. Und nur hier wirkt ein Drehmoment, denn die Kraft hat eine Komponente senkrecht zu R. Hier ist die nächste Frage. Welcher der Pfeile A bis C zeigt den Hebelarm des Drehmomentes, das die Hammerwerferin auf den Hammer bezogen auf den rot markierten Drehpunkt erzeugt? Hier sind die Pfeile A, B und C. Was ist richtig?
Es ist der Pfeil Nummer C, denn der Hebelarm ist ja immer der senkrechte Abstand der Wirkungslinie der Kraft zum Drehpunkt. Und hier ist die letzte Frage. In welche Richtung wird die Garnrolle rollen, wenn man wie gezeigt am Faden zieht? Dies hier ist also der Faden und das soll die Zugkraft sein. Und der Faden ist also hier so rumgewickelt und das sind die äußeren Rädchen der Rolle. Und was ist richtig? Die Rolle rollt nach rechts. Warum rollt die nach rechts? Ja, der Drehpunkt der Rolle, um den sie sich dreht, ist natürlich hier der Auflagepunkt. So, und dann haben wir also einen Hebelarm von hier zum Angriffspunkt der Kraft. Oder wenn wir die Verbindungslinie der Kraft hier nehmen, die Wirkungslinie der Kraft, dann haben wir also einen Hebelarm, der hier gerichtet ist. Und das Ganze ergibt nach der Daumenregel eine Drehung, ein Drehmoment, das in die Papierebene hereingerichtet ist und damit eine Drehung rechts herum.